Hallo, mein Name ist Stefan Paul, ich bin Kochbuchautor und ich stelle euch heute Barbarie-Enten vor. Die Barbarie-Ente kommt ursprünglich aus Südamerika. In exzellenter Qualität kommt sie heute aus Frankreich. Und ich finde, das sieht man und das spürt man sogar. Barbarie-Enten haben festes Fleisch, wenig Fett, sie schmecken ungemein würzig. Und das macht die Mischung aus Zucht und Wildente. Die Barbarie-Ente ist super einfach in der Zubereitung. Dazu braucht es keine Übung. Und vor allem ist Barbarie-Ente auch wirklich gut erhältlich. In Teilstücken, Brust oder Keule oder eben als ganzer Festtagsbraten für viele Leute. Und wenn es mal ein paar weniger Gäste am Tisch sind, dann ist ein weibliches Tier die erste Wahl. Damit macht man 2 bis 4 Personen glücklich. Wenn ihr so eine schöne Barbarie-Ente erstanden habt und jetzt wissen wollt, wie man das trennt in Brust und Keule, dann bleibt einfach dran, denn das erkläre ich euch im nächsten Video.